Autohaus Peach. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen und mit unseren umfassenden Werkstattleistungen bringen wir Sie schnell wieder auf Touren, wenn es mal nicht so läuft. Autohaus Peach. Höchste Qualität im Service und Verkauf. Ja, Omar Traoré, wir hören gerade hier die Musik aus der Kabine der Dresdner, da wird gefeiert. Bei euch ist gerade die Tür zugegangen. Schlechte Laune nach dem 0:1 gegen Dynamo. Ja, absolut. Natürlich sind wir alle enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Ich glaube, es war das erwartet harte Spiel, beziehungsweise umkämpftes Spiel, ausgeglichenes Spiel und letztendlich leider mit einem unglücklichen Ende für uns. Ja. Mit zwei ganz unterschiedlichen Halbzeiten. Sprechen wir mal über die erste Hälfte. Da könnt ihr ja ein bisschen glücklich auch sein, dass ihr mit dem 0:0 reingegangen seid in die Pause. Ja, ich glaube schon. Also Dresden ist sehr gut reingekommen. Wir waren vor allem bei den Standards auch gefährlich. Ich kann mich an einen Pfostentreffer erinnern, wo wir Glück hatten. Und da haben die schon gedrückt. Aber ich glaube, in der zweiten Halbzeit sind wir dann gut zurückgekommen. Hatten wir auch nochmal unsere Chancen. Ja, aber das zeichnet dann so eine Top-Mannschaft aus wie Dresden, dass sie dann aus der einen Chance dann das Tor machen. Ja, ich glaube, man hat gesehen, wie wir uns in die Partie schon reingebissen haben, reingekämpft haben. Wir gemerkt haben, okay, es klappt von heute nicht von einem auf den anderen Moment, sondern wir müssen uns Stück für Stück in die Partie reinarbeiten. Haben wir dann auch, finde ich, gut geschafft. Und am Ende, glaube ich, hätte sich keiner irgendwie wundern oder beschweren können, wenn wir dann doch einen Punkt holen oder vielleicht sogar gewinnen, wenn der Ball bei uns reinfällt. Aber es war leider nicht der Fall. Ich glaube, wir haben eine einzige Aktion nicht gut verteidigt in dem Spiel. Das ist gleich ein Tor für den Gegner. Es ist natürlich sehr ärgerlich. Schönes Tor und ich glaube, trotzdem haben wir bis zum Ende versucht, da noch auszugleichen. Und so ist das. Müssen wir dann abhaken, analysieren und wir haben noch genug Spiele. Das nächste Spiel wird wieder ein anderes. In 60 sind leider einige Spieler gesperrt, aber da werden wir auch versuchen, wieder alles zu geben und zu punkten wieder. Sven Köhler ist nicht nur gesperrt, er ist auch heute verletzt, frühzeitig runtergegangen. Inwieweit hat euch diese Umstellung vielleicht auch noch mal ein bisschen beeinträchtigt zu früh? Ja, natürlich ist es schwierig, wenn ein wichtiger Spieler dann ausfällt, vor allem ein zentraler Spieler. Aber ja, wir haben trotzdem, Pett ist da reingekommen, hat auch alles versucht. Wir haben trotzdem versucht, unser Spiel durchzukriegen. Aber es lag jetzt nicht an einem Spieler, dass er verletzt rausgegangen ist. Ich glaube, die ganze Halbzeit, auch davor schon, war nicht so ganz einfach für uns. Aber ja, da gilt es einfach zu analysieren. Aber wir wissen auch, dass sie jetzt natürlich gegen starken Gegner gespielt haben, auf Augenhöhe. Und Täuschung ist da, aber wir werden das abschütteln, so wie wir es in der gesamten Saison schon gemacht haben. Dann nach vorne gucken, nur das hilft. Jetzt allerdings gegen 60 mit einer schweren Aufgabe bei 1860 München und dann ohne drei gesperrte Spieler. Sven Köhler, Erik Engelhardt und Florian Kleinhanzl fallen aus. Wie sehr schwächt euch das? Erstmal glaube ich, dass nicht alle gelben Karten gerechtfertigt waren, muss ich sagen. Ich hatte auch eine vierte gelbe und habe keine bekommen. Aber im Endeffekt denke ich, dass wir das gut auffangen werden. Die Jungs, die reinkommen werden, glaube ich nicht, dass es uns irgendwie groß schwächen wird, weil ich weiß ganz genau, wie heiß die sind, auch zu spielen. Und die haben die ganze Zeit auch gewartet und ich denke, die werden alles reinhauen, um zu zeigen, dass sie auch weiterhin spielen wollen. Und deswegen sehe ich das überhaupt nicht als große Schwächung. Nicht alle berechtigt, unter anderem ja, die von Sven Köhler war schon fragwürdig, kann man es sagen, oder unberechtigt. Wie sehr hat euch das denn heute vielleicht auch aus dem Konzept gebracht, dass ihr euch darüber vielleicht zu sehr nochmal auch aufgeregt habt? Kann das auch mit einer Rolle gespielt haben? Ihr habt ja doch öfter mit dem Schiedsrichter auch in die Diskussion nicht begeben. Ja, ich glaube, es ist einfach in dem Moment immer schwer, weil die Emotionen extrem hochkochen. Wenn du alles gibst und alles reinwirfst und dann durch immer was gebremst wird, was du eigentlich nicht wirklich beeinflussen kannst oder was halt einfach die Linie vom Schiri ist, die einfach nicht da war, dann ist es einfach schwer. Aber ich bin mir auch sicher, dass wir in ein oder anderen Momenten uns dann vielleicht von unseren Emotionen nicht so sehr leiten lassen dürften und uns dann mehr auf unsere Aufgabe im Spiel konzentrieren. Und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, wo ich glaube, dass wir noch dran arbeiten können. Ihr habt da ein bisschen was umgestellt und in der zweiten Halbzeit euch sehr, sehr viele Chancen kreiert. Warst du da auch manchmal ein bisschen fast schon am Verzweifeln, dass da keine reingegangen ist, sondern sehr, sehr viele knapp vorbei? Ich glaube, allein von Robert Tesche 3 Stück. Ja, schon. Aber das gehört dazu. Manchmal hat man das Glück so mehr auf seiner Seite. Heute hatten wir leider ein bisschen Pech, dass es immer sehr knapp am Tor vorbeiging. Aber Glück muss man sich weiterhin erarbeiten. Wir haben dafür eine Riesenserie bis jetzt in diesem Jahr gehabt. Ich glaube, dass es die zweite Niederlage ist. Deswegen müssen wir jetzt einfach weitermachen. Glück, das auch erzwingen, dass es wieder auf unsere Seite kommt. Aber ich bin da trotzdem zuversichtlich. Wir haben gekämpft, das ist das Wichtigste.
haben alles reingegeben und kann es nächste Woche auch wieder anders aussehen. Ihr habt eine tolle Serie jetzt eigentlich gehabt, ist die zweite Niederlage erst in diesem Jahr, habt nach dem Bayreuth-Spiel euch gut gefangen, ihr wisst also, wie man auf jeden Fall auch wieder den Schalter umlegen könnt. Was ist jetzt wichtig? Wichtig ist, glaube ich, einfach jetzt nicht groß zu denken, dass man viel ändern muss, sondern dass man einfach weiter so hart arbeiten muss, wie wir es gerade schon tun. Denn damit haben wir viele Siege eingefahren und werden es auch weiterhin tun. Und ich bin mir auch sicher, dass die Mannschaft das schaffen wird und dass wir uns da alle zusammen rappeln und wissen, das war jetzt ein Rückschlag, aber es geht einfach weiter. Es geht einfach weiter. Jedes einzelne Spiel wird kommen, unabhängig vom Ergebnis von davor. Deswegen nehmen wir auch jedes Spiel neu an und werden da, glaube ich, auch 3 Punkte holen. Noch ein Wort vielleicht zur Vertragsverlängerung von Tobias Schweinsteiger. Wie hat euch die Nachricht erreicht und wie ordnest du sie ein? Ja, der Trainer hat es uns gesagt, bevor es öffentlich geworden ist, damit wir es zuerst wissen. Und ich glaube, es ist schon ein gutes Zeichen an die Mannschaft, dass, weil wir denken, der Trainer ist bestimmt auch wie bestimmt Spieler von uns begehrt von anderen Vereinen. Und wenn er natürlich verlängert und sozusagen der Mannschaft zeigt, hey, ich will hier was aufbauen und ich plane hier was in den nächsten Jahren, dann ist natürlich schon ein gutes Zeichen für die Spieler, die vielleicht doch zu bleiben oder auch für neue Spieler, die kommen wollen. Alles klar.